Wir haben jetzt letzten Schabbat haben wir gelesen, Parashat Yitro. Parashat Yitro, eine wunderbare Parashat, wo im Höhepunkt ist das wichtigste Ereignis bei uns im Judentum, Ma'amad Har Sinai, das Ereignis am Berg Sinai, wo wir am Berg Sinai die Torah bekommen haben. Wir haben zwar viel darüber geredet, heute will ich darüber von einer anderen Perspektive dieses Ereignis erlernen, was genau dort war. Steht geschrieben, Parashat Vayetchanan, 5. Buch Mose, Kapitel 4, Pasuk 9. Rakishamer lecha ushmor nafshecha meod, pen tishkach et hadevarim asher ra'u enecha, upen yasuru milvavecha kol yemei chayecha, veodatam levanecha v'libnei banecha. Übersetzt auf Deutsch, gib Acht und pass auf, dass du nicht vergisst die Sachen, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen abweichen, dein ganzes Leben lang. Und kündige es deinen Kindern an. Was? Pasuk 10. Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev, an dem Tag, wo du dort am Berg Sinai warst, am Berg Chorev. Beimor Hashem Elai, wo Gott mir gesagt hat, versammle das ganze Volk zu mir und ich werde, ve'ashmi'em et devarai, ich werde sie hören lassen, meine Sachen, mein Gespräch. Asher ilmedun le'iraoti kol ha'imim, damit sie mich fürchten, ihr ganzes Leben, dass sie leben auf dieser Welt und ihre Kindern auch das Ganze beibringen. Das heißt, in der Torah, die Torah ist ein Gebot, das Gott uns geboten hat. Sie müssen aufpassen, dass wir ja nicht vergessen, dieses große Ereignis vom Berg Sinai. Wir haben generell, ist es so, dass wir, es gibt 10 Sachen, die wir jeden Tag gedenken müssen, an die wir uns erinnern müssen. Esser Zechirot. Wir haben das bei uns, bei unseren sephardischen Sidurim, haben wir am Ende, nach dem Gebet, nach dem Morgengebet, nach dem Schacharit-Gebet, da haben wir noch einen kleinen Abschnitt und da steht geschrieben, Areni Balekayem, Esser Zechirot Shechayav Adam Lizkor Bechol Yom. Ich erfülle jetzt hiermit die Mitzvah von den 10 Sachen, die jeder täglich gedenken muss. Eine Mitzvah, die man täglich, du musst dich an diese 10 Sachen erinnern. Was sind diese 10 Sachen? Als allererster, das war Ma'amad Har Sinai. Yetziat Mitzrayim, also der Auszug aus Ägypten, Entschuldigung, der Auszug aus Ägypten. Der ganze Auszug aus Ägypten, wofür war er da? Warum hat Gott uns aus Ägypten rausgebracht? Das haben wir mehrere Mal schon wiederholt und gesagt. Als Gott Moshe beim brennenden Busch sich offenbart hat, hat er ihm gesagt, Et Elokim ta'avdun ala haraze ta'avdun mit einem Nun. Nun ist in der Buchstabenanzahl 50. Das heißt, in 50 Tagen bekommt sie die Torah und das ist der ganze Zweck vom Auszug aus Ägypten. 10 Plagen, Meeresspaltung, alles ist eigentlich hauptsächlich nur, damit ihr dann die Torah bekommen werdet. Und dort in diesem Ereignis am Berg Sinai, was war? Sagt uns die Torah, Vayomer Hashem el Moshe, und Gott sprach zu Moshe, Hine anochi ba'elecha be'a ve'anan, ich komme zu dir runter, zur Ehrenwolke. Warum? Ba'avur ishma ha'am bedabarim ach, damit das Volk hört, wie ich mit dir rede, ve'gam becha ya'aminu le'olam, und auch dir sollen sie nachher glauben, für ewig. Und dann war Geld Moshe et Tivram el Hashem. Gott und Moshe hat das Ganze gesprochen zum Volk. Ich will jetzt zitieren euch einen Abschnitt von Maimonides, Rambam. Rambam Ilchot Yesodei Torah, 8. Kapitel Halacha Aleph. Das ist eigentlich ein Fundament unseres Glaubens. Das, was der Rambam hier uns gibt, es zeigt auch den Unterschied zwischen unserem Glauben und den anderen Glauben.
und den anderen, die auch sich monotheistisch nennen, oder den anderen, der Unterschied zwischen unserem Glauben und den anderen. Jeder behauptet, sein Glaube ist der beste. Wie kann ich jetzt überzeugen, weißt du was, nein, bei dir ist es falsch, ist es ein Fake, bei mir ist es das Originale. Jeder sagt das. Ist doch legitim, jeder soll daran glauben, woran er glaubt. Aber trotzdem, bei uns ist es anders. Trotzdem, bei uns ist es anders. Bei uns, laut dem Maimonides, was wir jetzt hier lesen werden, er zeigt uns, dass das ganz, ganz anders ist. Es ist nicht nur ein Glaube, sondern ein Wissen. Ein Wissen, das von Generation zu Generation weitergeht. Von Vater zu Sohn, von Lehrer zum Schüler. Und ich zitiere jetzt. Moshe Rabbeinu, ich versuche gleich schon auf Deutsch ohne das Hebräische. Moshe Rabbeinu, das Volk Israel hat nicht an ihm geglaubt, wegen den Wundern, die er gemacht hat. Ja, Moshe Rabbeinu hat viele Wunder gemacht. Mit dem Stock hat er das Meer gespaltet. Er geht zu Paro, sagt ihm so, es wird jetzt Blut. Eine Woche lang, alle trinken Blut. Er sagt, und alle sehen das. Alle sehen all diese Wunder. Deswegen Moshe Rabbeinu, wir müssen glauben an dem, was er sagt. War das der Grund, warum wir an Moshe geglaubt haben? Sagt der Rambam, nein. Nicht, weil er die Wunder vor uns gemacht hat. Warum sollst du nicht jemanden glauben, nur wegen seinen Wundern? Eigentlich auch im Neuen Testament, da gibt es einen kleinen Widerspruch im Neuen Testament selbst. Einerseits steht dort geschrieben, wenn jemand kommt und euch Wunder zeigt, glaubt nicht an den Wundern, die er euch bringt. Es kann sein, dass es nur durch Hexerei gemacht wurde. Woanders aber steht geschrieben, schaut, ich habe euch Wunder gemacht, deswegen glaubt es mir. Aber lassen wir das beiseite. Sagt uns der Rambam, das heißt, Am Israel, das Volk Israel, hat nicht an Moshe geglaubt, wegen den großen Wundern, die er gemacht hat, sondern, Entschuldigung, wegen warum? Shema'amin al-Piautot, Yesh Belibodofi, wenn jemandem glaubt, wegen den Wundern, das kann man abstreiten. Es ist nicht vollständig. Warum? Es kann kommen jetzt irgendjemand, der Magier ist, oder sogar Mentalist. Jetzt war vor kurzem bei der Hochzeit dort. Ach, Carolo? Shushan. Susha. Kurz gesagt, ein Mentalist hat gemacht, wir waren dort, wir haben gesehen, wow, faszinierend, du siehst Sachen, unbeschreiblich, wie kann er das machen? Er kommt, schreibt er, sagt du, er hat die zwei genommen, schreibt du eine Nummer, schreibt du eine Nummer und ta-ta-ta-ta-ta und dann geht er zum Vater, nimmt von ihm nachher ein Blatt, das er schon vorher vorbereitet hat, welche Nummer hast du jetzt bei deinem Handy? Und er macht auf und genau das, was er sagt, kommt raus. Wow, alle faszinieren. Und nachher dreht er das um und da steht geschrieben, Namen von Bräutigam und Braut. Wuh, Chavalasman. Alle klatschen. Nun, ist das jetzt Moshe Rabbeinu? Wenn er kommt und sagt, jetzt kommt, ich bin jetzt der neue Mashiach, aber ich werde euch erlösen. Kannst du jetzt an ihm glauben wegen dem? Oder es gibt diese, was neben deinen Ring und irgendwas und es dreht in der Luft. Nichts drunter, nichts drüber und es dreht. Wow, wie macht er das? Leute, der Uri Geller, gibt es verschiedene solche Mentalisten. Nur vielleicht, wenn man denen glaubt, weil sie solche Wunder machen, sagt er nein, weil das Ganze kann man entweder mit Tricks oder mit Augenillusionen oder mit Hexerei kann man auch machen. Und deswegen, du kannst nicht an jemanden, an einen Propheten glauben, nur weil er dir Wunder gebracht hat. Ela, sondern, aber Moshe Rabbeinu hat ihr Wunder gemacht. Ela kol ha'otot she'asa Moshe b'midbar lefi tzorech asa'am. Die Wunder, die Moshe gemacht hat, die waren nicht, um zu überzeugen, dass er die Wahrheit redet. Nein, das ist nicht das, was uns überzeugen wird. Sondern es war dazu da, weil wir es gebraucht haben. Ayatzarich le'ashkia et ha'mitzrim, karayta yam, v'islam betocho, man musste die Ägypter im Wasser trinken. Das war geplant. Nun, dann musste das Meer gespaltet werden. Wir müssen durchgehen und dann musste das Meer wieder auf sie zugehen. Dann, Ayatzari, Zarachnu Lemazon, wir brauchten Essen, 40 Jahre in der Wüste. Oridlanu et Haman, er hat uns den Mann gegeben.
Wir waren durstig, wir brauchten Wasser. Dann hat er vom Felsen Wasser rausgebracht. Korach, Kafrubo Adat Korach. Korach hat begonnen, Probleme zu machen. Nun, Moshe Rabbeinu sagt ein Wort, die Erde öffnet sich und Bore Priadama hat sie verschluckt, die Erde. Und dann auch alle anderen Wunder. Aber woran haben wir an Moshe geglaubt? Und jetzt passt auf. Und das ist genau jetzt der Unterschied zwischen uns, zwischen dem Judentum, zwischen dem auserwählten Volk und allen anderen Religionen. Bei Mahamad Ar-Sinai, am Berg Sinai, She'eneinu ra'u velo zahar. Wir persönlich haben gesehen und nicht von jemandem erzählt bekommen. Und mit unseren eigenen Ohren haben wir gehört und nicht von jemandem überliefert bekommen. Und Moshe Rabbeinu geht dort in diese Wolke hinein. Und wir hören die Stimme. Moshe, Moshe, geh, sag dem Volk dies und jenes. Und er sagt, Panim befanim diber Hashem machem. Von Angesicht zu Angesicht hat Gott mit euch gesprochen. Das heißt, Gott hat zu Moshe gesagt, geh, sag ihnen dies und jenes. Aber wir haben alle zugehört, wie Gott es Moshe gesagt hat. Die ersten zwei von den 10 Geboten, die haben wir direkt von Moshe, von Gott gehört. Aber dann konnten wir es nicht mehr ertragen, die Heiligkeit, Gottes Wort direkt von Gott zu hören. Das war zu viel. Dann haben wir gebetet, Moshe, bitte rede du mit uns und nicht Gott. Und dann die restlichen 8 Gebote haben wir gehört, wie Gott zu Moshe spricht und Moshe es nachher uns sagt. Aber direkt zu uns, das war zu viel. Dann, und von wo lernen wir das? Dass dieses Ereignis am Berg Sinai, das ist eigentlich die Bestätigung dafür, dass wir daran glauben, die Bestätigung unseren Glauben. Das, was Sie vorher gesagt haben. Damit das Volk zuhört, wie ich mit dir rede. Das heißt, da, sagt Rambam, Michlal, shekodem davar ze lo eminu bo, ne'emanut shei omedet le'olam. Davor haben sie nicht an Moshe geglaubt, einen hundertprozentigen Glauben, elen ne'emanut shei shacharei hirur machshava. Es war ein Glaube, ja, ein Glaube, dass Moshe, er ist der Erlöser, er führt sie raus, aber es war ein Glaube, der noch mit Zweifel da war. Moment, vielleicht stimmt das nicht. Wer sagt, kann sein. Deswegen sagt der Rambam, dieses große Ereignis am Berg Sinai, wo am Berg Sinai unten standen Millionen Menschen. Millionen Menschen waren 600.000 Männer plus Frauen plus Kinder plus über 60 Jahre plus unter 20 Jahre plus Erev Rav, das waren die übergetretenen Ägypter. Alle waren unten am Berg Sinai und noch dazu, bevor Gott mit den 10 Geboten begonnen hat, sagte zu Moshe, Moshe, geh runter und warne das Volk, dass niemand den Berg berührt. Moshe sagt, ich habe sie schon gewarnt, geh runter. Moshe Rabbeinu geht runter und erst dann beginnt Gott zu sprechen, die 10 Gebote. Das heißt, alle, das ganze Volk, und ich werde noch später noch erzählen, nicht nur das ganze Volk Israel, sondern alle Menschen haben in dem Zeitpunkt bekommen ein Niveau der Prophezeiung, wo alle persönlich gehört haben, wie Gott sich offenbart hat am Berg Sinai und wo wir die 10 Gebote, die Tora am Berg Sinai bekommen haben. Deswegen, das ist auch der Grund, dass keine einzige Religion, die sich selbst ehrt,
wird nie Mahamad Ar-Sinai, dieses eigentliche Berg Sinai, beleugnen. Keine Religion, die sich ehrt, das heißt die zwei großen anderen monotheistischen Religionen, Christentum und Islam, auch bei denen keine beleugnet es. Alle sagen, ja, genau so war es. Es war, es gab den Mahamad Ar-Sinai. Am Israel hat am Berg Sinai die Tora bekommen, direkt von Gott. Das beleugnet niemand. Keiner. Noch einmal, keiner, der sich selbst ehrt. Es gibt manche, überall gibt es die, aber die machen sich selbst lächerlich. Genauso wie wenn heute jemand kommt und sagt, Napoleon gab es nicht. Nun, Napoleon gab es, kein Problem. Sei gesund, Mische Baracha Butenu, Gott soll dir Weisheit geben. Oder jemand kommt und sagt, nein, es gibt leider Gottes, Verrückte gibt es genug. Jemand kommt und sagt, Shoah, Erfindung, war nicht. Ja, gibt solche Verrückte, leider Gottes gibt es überall diese Verrückte. Nun, auch da, Gott soll denen Weisheit geben und sie sollen Mische Baracha Butenu Doshin. Ja, Gott weiß, was mit denen zu tun ist. Jetzt. Jeder, der sich ehrt, jede Religion, die sich ehrt, sie wird nie das, es beleugnen und auch bei deren Schriften wird dieses Ereignis auch schriftlich auch geschrieben. Es gab es. Nun, das heißt, es, so etwas kann nicht beleugnet und wird auch nicht beleugnet sein von niemandem. Deswegen, eins von diesen 10 Sachen, wir haben täglich, die Mitzwa, das habe ich schon vorher gesagt, 10 Sachen, die wir gedenken müssen. Kafachaim sagt uns, dass diese 10 Sachen, die wir gedenken müssen, sollten im Mund sein. Das heißt, nicht nur mit den Gedanken, du sollst es auch aussprechen. Ich werde jetzt in Kürze, weil wir schon angesprochen haben, werde ich diese 10 vorlesen. Damit der erste, das ist Yetziat Mitzrayim, der Auszug aus Ägypten. Erstens ist Auszug aus Ägypten, Yetziat Mitzrayim. Eigentlich unmöglich, es zu vergessen, weil jede Mitzwa, in jedem Kiddush, in jedem Gebet, in jeder Mitzwa, überall, Secher Yetziat Mitzrayim. Zur Erinnerung am Auszug aus Ägypten. Zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. In jedem Mitzwa, Brit Milah, Hochzeit, Kiddush, Feiertage, bei jedem Feiertag, bei jedem Gebet, überall, ist es drinnen. Warum, wie gesagt, weil das ist eigentlich das Fundament unseres Glaubens. Warum feiern wir die Feiertage? Wann hat es angefangen? Ursprung, unser Glaube beginnt am Auszug aus Ägypten. Wieso? Weil das ist nicht eine gute Nachtsgeschichte, die jemand uns erzählt hat. Sondern das ist das, wo wir selbst Zeugen waren, es gesehen haben, es gehört haben und es weiter überliefern unseren Kindern. Was überliefern wir unseren Kindern? Dass wir es selbst gesehen haben. Also diese erste Generation. Und dann, die Kinder überliefern es weiter. Und jetzt ist es, wenn es so eine Überlieferung wäre, wo man sagte, weißt du was, wir haben dies und jenes erlebt und als Beweis dafür ist, halte dieses Buch ein, wo du nichts machen musst und wo dein Leben einfacher wird, dann vielleicht haben wir das gemacht. Aber da, wo du bekommst noch eine Verpflichtungen, 613 Verpflichtungen, wo sehr viele von unseren Geboten sind unlogisch, unverständlich, fleischig und milchig zumeinander zu vermischen. Warum? Weil Gott das gesagt hat. Verstehst du das? Warum? Milch alleine ist erlaubt. Fleisch alleine ist erlaubt. Gemeinsam verboten. Warum? Gott wollte es so. Schatten es. Leinen und Wolle gemeinsam darfst du nicht tragen. Warum? Was? Gott wollte es so. Schabbat. Obwohl Schabbat ist verständlich. Schabbat, einen Tag, den der Mensch braucht, einen Ruhetag, sich auszuruhen. Ja, wer sagt ausgerechnet am Schabbat? Auch da unverständlich. Das heißt, du bekommst so viele Gebote. Und noch dazu. Das darfst du essen, das darfst du nicht essen. Mit der darfst du heiraten, mit der darfst du nicht heiraten. So viele Gebote, schwierige Gebote. Das heißt, wenn dieses Ereignis gar nicht stattgefunden hat, wer hätte diese Gesetze noch weiter überliefert? Seinen Kindern. Und diese Kinder, wer hätte es gemacht? Das heißt, dadurch, dass wir bis heute das Ganze einhalten und es weiter überliefern,
ist eigentlich der größte Beweis zu dem, dass dieses Ereignis stattgefunden hat. Jetzt hat Mitzrayim, erste Sache, dass wir uns erinnern, ist Yetzirat Mitzrayim. Nachher Shabbat. Zachor et Yom Shabbat likadosho. Gedenke den Shabbat. Wir haben eine Mitzvah, jeden Tag den Shabbat zu gedenken. Deswegen sagen wir bei Shir Shel Yom. Hayom Yom Shlishi beShabbat. Du sagst, heute ist der Wochentag, heute ist der dritte Tag am Shabbat. Was ist beShabbat? Shabbat, also immer Shabbat muss da drinnen sein. Yom Shlishi beShabbat. Man fragt, welcher Tag ist heute? Vierter Tag von Shabbat. Dritter Tag von Shabbat. Das heißt, du gedenkst Mitzvah. Gedenken den Shabbat. Dann Haman. Haman, leman yedu dorotechem. Damit eure Generationen es wissen. Das Essen, was ihr gegessen habt in der Wüste. Mann, auch das gedenken jeden Tag. Genug, wenn du sagst Haman und gedenkst. Ich habe, das haben unsere Vorväter in Ägypten gegessen. Mann. Dann, maase Amalek harasha. Amalek im mach shemo veshem zichro. Amalek. Beim Auszug aus Ägypten, wir werden besonders in zwei Wochen Parashat Zachor, zwei oder drei Wochen, kurz vor Purim, Parashat Zachor wird sein in einigen Wochen. Und Parashat Zachor, auch da Amalek, kommt Amalek, wir sind ein Volk, das gerade jetzt mit den Windeln geboren ist. Wir kommen jetzt raus aus Ägypten als Volk, neues Volk geboren. Plötzlich kommt Amalek, der Erste, der es wagt, gegen das Volk Israel einen Krieg zu führen. Amalek, Gott sagt, mein Name und mein Thron ist nicht vollständig, solange es Amalek gibt. Machot imchet Zecher Amalek, vernichtet das ganze Volk Amalek. Ja, noch einmal, damit keiner zu falschen Gedanken kommt. Heute gibt es diese Mitzvah nicht. Wir wissen nicht, wer Amalek ist. Sicherheitshalber muss ich das immer sagen. Mahamad Har Sinai, worüber wir es gesagt haben, am Berg Sinai, das Video Torah erhalten am Berg Sinai. Und jetzt war ein bisschen unangenehm, aber Umashech Zifu Avotenu Akadosh Baruch Hu Bamidbar Ubefrat Baegel, wie wir das Volk Israel Gott geärgert haben in der Wüste 40 Jahre lang, jedes Mal. Aber warum das? Aber gib uns Wasser, gib uns Fleisch. Bei Nasuni Zeeser Pamim 10 Mal hin und her. Warum? Wieso? Weshalb? Wie wir Gott geärgert haben und insbesondere mit dem goldenen Kalb. Dann, Mashiach zu Balak und Bilam, Laasot Laavotenu, was Balak und Bilam uns machen wollten. Wie Bilam wollte uns verfluchen, stattdessen hat Gott statt einen Fluch einen Segen in seinen Mund reingegeben. Auch das musst du gedenken jeden Tag, wie. Total abwartet, was brauche ich gerade jetzt? Oh, danke. Und wie Gott uns mit seiner Liebe, der uns geliebt hat, alles verändert und statt einen Fluch ein Segen aus seinem Mund rausgebracht hat. Und dann Maaseh Miriam Hanevi'ah, wie Miriam, das musste man, ich glaube, einen extra Shiur nur darüber machen. Miriam Hanevi'ah, Miriam die Prophetin, die Schwester von Moshe Rabbeinu, die sein Leben gerettet hat. Sie hat ihn in die Teva, in die Box, im Nilus, sie hat auf ihn aufgepasst und dank ihr hat er überhaupt gelebt. Sie hat ihn sehr geliebt. Und sie hat ein bisschen, ganz ein wenig schlecht über ihren Bruder, den sie sehr geliebt hat, gesprochen. 7 Tage hat sie einen Aussatz bekommen außerhalb des Lagers. Was war so Schlechtes daran? Sie hat ihn nur verglichen mit den anderen Propheten. Wir sind auch alle, warum ist er? Gott hat uns den Mund gegeben, nicht über andere schlecht zu reden. Gott hat unseren Mund gegeben, damit wir ihn loben, damit essen, aber damit wir Gutes sprechen. Dann, Uzchirat Jerusalem, das sagen wir bei der Hochzeit, jeder kennt diesen Satz, Imishkachech Jerusalem, boom, macht den Glas kaputt. Ja. Das jeden Tag, nicht nur während der Hochzeit, sondern jeden Tag müssen wir gedenken, Jerusalem, Gott hat unseretwegen sein Haus, seine Stadt hat er zerstört,
bis wir unsere Taten nicht verbessern. Und deswegen musst du jeden Tag zumindest gedenken an Jerusalem. Und die letzte Mitzvah, Vezacharta ki hu anoten lecha koach la'asot chayil, dass er dir die Kraft gibt, um überhaupt alles zu machen. Das ist ja das, haben wir das. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Wir haben jeden Tag in der Früh, nachdem wir Modani gesagt haben, wo wir aufstehen, haben wir nämlich zwar die Torah-Segensprüche zu sprechen. Birkot HaTorah, Shulchan Aruch, Siman Memzain, 47, dort über Ursprung ist Talmud, Brachot, Seite 11. Mein Mevarech, was segnet man? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Asher Kideshanu beMitzvotav, Vetzivanu L'Asok beDivrei Torah. Du sagst einen Segen, dass ich mit der Torah beschäftigen kann. Rabbi Yochanan Mesayemachi hat so geendet. Ve'arevna Hashem Elokeinu. Mach bitte deine Wörter der Torah angenehm in unseren Munde, dass wir genießen von deiner Torah. Befinu, dass es in unserem Mund und im Mund unserer Kinder sein und im Mund des ganzen Volkes Israel. Und dass wir und das Volk Israel dich und deinen Namen wissen. Und dann, Baruch atah Hashem, gesegnet bist du Gott, der dem Volk Israel Torah lernt. Und dann noch einen Segensspruch, es sind drei Segensprüche. Asher bacharbanu mikol amim, venatan lanu et torato, dass er uns auserwählt hat von allen Völkern und uns die Torah gegeben hat. Und jetzt mit diesem dritten Segensspruch, darüber will ich heute mit euch reden. Der uns auserwählt hat aus allen Völkern. Auserwählt aus allen Völkern. Wir sind das auserwählte Volk. Und uns die Torah gegeben hat. Einige des Shulchan Aruch der Tur bringen auch diese Halacha. Aber Beit Chadash, Rabbi Yoel Tzirkis, er fragt, warum gibt es da für eine Mitzvah drei Brachot? La'asok bedivrei Torah. Dann, ve'arevna, also sich mit der Torah zu beschäftigen. Dann, mach bitte die Wörter der Torah angenehm in unseren Mund. Und, der uns auserwählt hat aus allen Völkern, etc. Warum drei Segenssprüche für eine Mitzvah? Sagt er uns so, dass eigentlich der erste Bracha ist eigentlich für die Mitzvah selbst. Dass ich mich mit der Torah beschäftigen darf. Wir dürfen in der, also, wenn man in der Früh wenn man diesen Segensspruch nicht gesagt hat, diese drei Segenssprüche, darf man sich mit der Torah nicht beschäftigen. Das heißt, bevor du jetzt irgendeine Divrei Torah sagst, irgendwas von der Torah liest, bevor du einen Segensspruch sprichst, musst du zuerst diesen Segen sagen. Ja, Scherbacharban und Mikol Amim und die drei Torah-Segensprüche, die wir haben. Der Talmud sagt uns, dass so schlimm ist diese Mitzvah, Nedarim Seite 81, dass man hat gefragt, Alma Avda Aretz, warum ist die Stadt, ist das Land zugrunde gegangen? Die Stadt, ja, warum ist das Land zugrunde gegangen? Sagt der Pasuk, alles war mit Torati, weil sie meine Torah verlassen haben. Und dort im Talmud, unsere Weisen lernen, was ist das, die Torah verlassen haben? Die Torah verlassen haben, sagt unser Talmud, sie haben nicht am Anfang gesegnet, bevor sie sich mit der Torah beschäftigt haben. Das heißt, Birkot HaTorah, die Torah-Segensprüche, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und jetzt, der erste Segensspruch ist, für das, dass wir uns mit der Torah beschäftigen, so für jede Mitzvah. Zweiter Segensspruch ist ein Bitte-Segensspruch. Mach es angenehm und dass wir auch die Torah verstehen. Manchmal, man versteht nicht das, was man gelernt hat. Manchmal muss man es mehrmals wiederholen. Und der dritte Segensspruch ist für uns eigentlich eine Erinnerung zu dem, dass wir die Torah wo bekommen haben? Am Berg Sinai. Und dass wir es gedenken, dass wir die Torah am Berg Sinai bekommen haben. Deswegen, der uns auserwählt hat aus allen Völkern und uns die Torah gegeben hat. Und jetzt kommt Rabbi Jonathan Eibeschitz in seinem Buch Yarod Vash. Er fragt eine Frage, eine Bombenfrage. Wie verstehe ich das? Asher bacharbanu mikol ha'amim,
Venatan la Torah, der uns auserwählt hat von allen Völkern und uns die Torah gegeben hat. Ich verstehe das auserwählt. Das heißt, es sitzen jetzt 100 Leute und ich habe ein wunderbares Geschenk. Ich sage, du, von 100 Leuten, du bekommst von mir das Geschenk, wenn du brav bist. Von 100 Leuten bekommst du das Geschenk. Alle schauen, er hat bekommen das Geschenk, er hat das Geschenk bekommen. Das nennt man auserwählt. War das wirklich so? So viel ich weiß, nein. Der berühmte Midrash, wie war das? Midrash, Parashat Vezot HaBeracha. Bayomer Hashem Misinai Ba, Vezarach Miseir Lamo, Hofia Mear Paran, Veata Merot Kodesh, Miminoi Shet Lamo. Das ist ein Pasuk im Buch Dvarim. Als Gott die Torah uns geben wollte, was hat er gemacht? Er ist nicht nur zu uns gekommen, nimmt die Torah, sondern er ist gegangen zu Esau. Wollt ihr die Torah bekommen? Haben sie gefragt, was steht da geschrieben? Steht geschrieben, Lot Tirzach, du darfst nicht töten. Lot Tirzach. Und sagst du Lot Tirzach nicht töten? Hallo, Kol Atzman Shel Otam Anashim Rotzeachu. Unsere Haupteigenschaft ist das Töten. Warum? Weil wir, welchen Segen hat Esau bekommen? Al-Kharbecha Tichye, du sollst auf dein Schwert leben. Das ist unsere Haupteigenschaft. Nein, nein, braucht man nicht. Geh weiter. Geh nachher zu Amon und Moab. Amon und Moab, was steht da geschrieben? Lotin Af. Kein Ehebruch. Lotin Af, Amon und Moab, das sind die sind von den Lot und seinen Töchtern gekommen. Sagt er, du, von wo ist unser Ursprung? Wir sind mit diesen Sachen gekommen, deswegen schau, dass du weiterkommst. Und geht nachher weiter, geht nachher zu Ishmael. Was steht geschrieben? Lotignov. Lotignov, Ishmael, ohne zu stehlen? Nein, tut mir leid, geht nicht. Und geht eine nach dem anderen, bis nachher. Er gekommen ist zu Am Israel und Am Israel, er hatte niemand anderen gehabt, der es genommen hat. Nun, dann waren wir, so wie immer, Am Israel, der schwarze Sündenbock, der auf der Seite ist, nehmt jetzt, ihr bekommt es. Eigentlich, so zeichnet sich die Geschichte, die so war, oder? Dann wieso sagen wir, wir sind das auserwählte Volk, Asher Bacharbanu Mikolamim, der uns auserwählt hat von allen Völkern. Wo auserwählt? Wir waren bereit, es zu nehmen, weil niemand anderes haben wollte. Oder nicht? Schauen wir gleich weiter. Sagt uns jetzt, fragt, das ist die Frage von Rabbi Yonatan Eibeschitz. Wo war Asher Bacharbanu? Und sagt uns so, Asher Bacharbanu Mikolamim, der uns auserwählt hat von allen Völkern, von wo kommt das? Da ist eigentlich nicht gemeint am Berg Sinai, der uns auserwählt hat. Sondern, das sagen wir jeden Tag in der Früh, Asher Bacharta Be'Avram, Ve'otzatu Me'urkazdim, Ve'samta et Shmo Avraham, dass du auserwählt hast, Avram, ihn aus Ur Kasdim rausgebracht hast und seinen Namen Abraham gegeben hast. Er sagt, diese Auserwählung hat da begonnen. Wie da begonnen? Asher Otzatum Ur Kasdim. Und zwar, Gott sagt zu Abraham, Avinu, Abraham, du wirst ein Kind bekommen. Ich werde ein Kind bekommen? Sagt er, nein. Schau auf den Himmel, so viele Sterne, die es gibt, so wird dein Nachkommen sein. Und dann, er hat ihm zuerst rausgebracht und gesagt, schau, wie viele Sterne es gibt, so viele Kinder wirst du haben. Sagt uns der Talmud, Shabbat 156, berühmte Gemara, Amar Abuda Amaram. Von wo lernen wir, dass das Volk Israel über den Schicksal ist? Hat keinen Schicksal von da. Vayotzeatu achutza. Er hat ihn rausgebracht von was? Von seinem Horoskop, von seinem Schicksal hat ihn rausgebracht. Und gesagt, du, ich weiß, laut dem Schicksal kannst du keine Kinder haben. Aber ich erhebe dich über dem Schicksal. Avram hat keine Kinder, aber Avraham wird Kinder bekommen. Das heißt, zeigt ihm Gott, du bist über dem Schicksal, ich habe dich auserwählt und du wirst Kinder bekommen.
Ja? Das heißt, das, was wir sagen, Asher Bacharbanu Mikol Amim, das geht zurück zu Avraham Avinu. Ein anderes Buch noch bezüglich Asher Bacharbanu Mikol Amim. Es gibt noch eine andere Antwort, die sagt, Asher Bacharbanu Mikol Amim Venatana Nu Et Torato. Was heißt Torato? Die Torah, die er schon Avraham Avinu geben wollte. Also ich werde sie euch geben. Ja? Jetzt, eine andere Erklärung. Asher Bacharbanu Mikol Amim, der uns auserwählt hat von allen Völkern und uns die Torah in der ursprünglichen Sprache gegeben hat. Weil die Torah, der Talmud, Sotah, Seite 32, sagt, ist runtergekommen mit 70 Sprachen. In allen Sprachen war die Torah da. Das heißt, die Torah wäre eigentlich ursprünglich so, dass Ba'eretev, steht geschrieben in der Torah, Ba'eretev, das heißt, die Torah wäre eigentlich in allen Sprachen da. Nun, alle Sprachen da. Das heißt, niemand kann plötzlich behaupten und sagen, ja, ich hätte die Torah gelernt, aber sie ist nicht in meiner Sprache. Ich weiß nicht, was dort gemeint ist. Sagt, nein, die Torah in allen Sprachen ist da. Aber es gibt die ursprüngliche Sprache, Lashon HaKodesh, die heilige Sprache. Das ist diese hebräische, diese Torah, die wir haben. Wir bedanken uns Asher Bacharbanu, der uns auserwählt hat von allen Völkern und uns die Torah gegeben hat, in unserer Sprache, die wir in der ursprünglichen Sprache. Ja? Und jetzt, fragt jetzt Folgendes. Wenn Gott kommt und bietet die Torah an den Völkern, warum hat er die Torah den Völkern angegeben? Ja, wollt ihr die Torah bekommen? Für was? Wollte er es ihnen wirklich geben? Oder war das nur Show, Hauptsache nimmt's nicht? Weil normalerweise, sagt er, wenn er schon kommt zu den Völkern und jedem gibt, sie fragen, was hat er geschrieben? Er gibt genau jedem das Schwerpunkt, das für ihn am schwierigsten ist. Esav, Lot, Tirzach, Ishmael, Lot, Tignov, jedem seinen Schwerpunkt. Das heißt, wenn er das eh nicht machen will, warum gibt er jedem dann seinen Schwerpunkt? Weil normalerweise, sagt er, die Socharim, die Geschäftsmänner, wenn du jetzt irgendeine Ware anbietest, sie hat Plusse und Minusse, am Anfang zeigst du die Plusse dort. Zum Beispiel, du willst ein Auto verkaufen. Ja? Du willst ein Auto verkaufen, du kommst und gibt es denn, ja? Leute kommen schauen und er fragt dich, wie ist das Auto? Sagt er, dieses Auto, what a coin, fährt super und er hat so und so viel PS und hin und her und da schaut die Stereoanlage ist so und da die Reifen sind da und da alles automatisch und. Wow, sehr gut. Und nachdem er begeistert ist, dann sagst du ihm, aber es trinkt ein bisschen Öl. Nun, was ist ein bisschen? Nun, jeden Monat musst du ein bisschen nachfüllen. Und außerdem gibt es dann noch einen anderen, dass er, bei den Bremsen, die sind schon ein bisschen abgeschliffen, da muss neue Bremsen machen. Und außerdem, aber nachdem er schon das Gute gehört hat, ist egal, ich nehme alles. Mir macht man einen guten Preis und ich nehme es, weil er schon von den guten Sachen begeistert ist. Aber niemand kommt gleich am Anfang und sagt, du, bevor du noch mein Auto anschaust, das ist ein Problem, und jetzt schau das Auto an. Er wird gar nicht kommen. Er schaut sich immer die guten Seiten an. Man darf nicht lügen, du musst alles auf den Tisch legen. Und dann sagst du, es gibt doch dies und jenes. Wieso hat das Gott nicht so gemacht? Wieso hat Gott denen gegeben, sofort den Mangel? Das heißt, Gott wollte gar nicht, dass sie es machen. Eigentlich, wenn Gott wollte, hätte er anfangen sollen bei den Goyim. Wir sagten ihnen, wisst ihr, es gibt ein Gebot, Ehre Vater und Mutter. Oh, Ehre Vater und Mutter, das ist sehr, sehr gut. Das lieben sogar die Goyim. Das ist ein Gebot, das alle verstehen. So wie Talmud Kedushin, Seite 31, ein Goy in Ashkelon, Dama Benetina, ihr kennt schon die Geschichte, Dama Benetina war ein Goy, der gehabt hat, mit Edelsteinen hat er gehandelt. Und die Gelehrten haben gebraucht einen Stein für den Schild vom Kohen Gadol. Eins ist verloren gegangen, sie haben gebraucht einen Stein. Ein seltener Stein, den nur er gehabt hat. Sie kommen zu ihnen hin, sagen, du, wir brauchen so und so einen Edelstein. Hast du das? Ja, ich habe das. Quanta kostet? Sagt er, kostet, sagen wir, 10.000 Euro.
10.000 Euro, ist viel, aber kein Problem, gib, wir zahlen. Er geht rein ins Zimmer und sieht seinen Vater, gerade hat er ein paar Bierflaschen zerfetzt und liegt dort besoffen und die Füße sind jetzt auf der Kiste, wo diese Edelsteine sind. Vater ist besoffen, aber trotzdem Vater, egal wie ist es mein Vater, er geht raus, sagt, tut mir leid, ich verkaufe nicht. Wie? Sie wissen, verkaufen nicht bedeutet, er will mehr. Wie viel willst du? Ich verkaufe nicht. Wir geben dir 20. Nein. 50? Nein. 100.000? Das Zehnfache? Nein. Das 60-fache? Nein. Doch, er spielt nur mit dir. Wir gehen nach Hause. Wir suchen woanders. Sie gehen und dann, als sie weggegangen sind, plötzlich der Vater irgendwie eine Fliege hat ihn sekiert. Er steht auf. Sagt der Moment, Papa, nimm sofort Tag Schlüssel, macht auf, läuft dir nach. Hallo, wow, hey, halt jetzt auf, ich habe da diesen Edelstein, bitte. Kein Problem. Wie viel? Das 60-fache? Nein, nein. Was habe ich gesagt? 10.000? Gibst du nur 10.000? Wie? Du wolltest? Vater hat geschlafen, ich wollte nicht aufwecken. Und ich werde nicht die Mitzwa vom Vater ehren, verkaufen für das Geld. Psch, Goyim wissen, wie man Vater ehrt. Auch wir wissen das. Und am Ende nächstes Jahr hat er bekommen ein Geschenk, dass eine rote Kuh bei ihm geboren wurde. Sagt ihm, wenn es so ist, wenn er wirklich aber nicht wollte, dass sie die Tora bekommen, wieso hat er es überhaupt ihnen angeboten? Wer hindert ihn daran, damit sie später nicht sagen, nein, willst du nicht, dann gibst du nicht. Und zu verstehen, Kliyakar, ein großer Gelehrter, ich werde versuchen, es so schnell wie möglich in der restlichen Zeit das zu machen, Kliyakar, ein großer Gelehrter, der in Prag hier begraben ist, ein paar hundert Jahren schon, und er sagt so, wir haben zweimal in der Torah die 10 Gebote geschrieben, einmal in unserer Parashat Yitro, und einmal Parashat Vayetchanan, 5. Buch, und sind diese 10 Gebote gleich oder gibt es da Unterschiede? Es gibt da Unterschiede. Und er hat gemacht, so, es gibt in den Zeitungen das Spiel, finde den Unterschied zwischen A und B. Er hat genommen und die 10 Gebote von Yitro neben den 10 Geboten von Vayetchanan gestellt und die feinen Unterschiede, die dort geschrieben sind, hat er zum Beispiel, wir haben gelesen, Zachor et Yom HaShabbat leKadesho, gedenke den Shabbat. Und wir wissen, wir singen noch ein Lied, Shamor veZachor beDibur Echad. In Parashat Vayetchanan steht nicht geschrieben Zachor, gedenke, sondern Shamor, hüte den Shabbat. Dann, ich werde jetzt ganz schnell das machen, in den Parashat Yitro, steht nicht geschrieben, Kasher Zivcha Hashem Elohecha, über Shabbat, im Gebot von Shabbat und im Gebot von Vater und Mutter ehren. In Parashat Yitro steht nicht geschrieben, so wie ich dich geboten habe. Kasher Zivcha Hashem Elohecha. Parashat Vayetchanan steht geschrieben, so wie ich dich geboten habe. Kasher Zivcha Hashem Elohecha. Dann, in dieser Parashat steht der Grund, warum sollst du den Schabbat gedenken? Jetzt noch den Grund. Zachor et Yom HaShabbat. Warum? Weil in 6 Tagen hat Gott die Welt erschaffen und am 7. Tag hat er geruht. Deswegen sollst du ruhen. Das ist der Grund in dieser Parasha. In Parashat Vayetchanan, weil du ein Knecht in Ägypten warst, sollst du, dein Knecht, sollst ihr alle ruhen. Feine Unterschiede, ich glaube, ich habe das davor nicht bemerkt, diese kleinen Unterschiede. Einige davon. Dann, viertens dann, in dieser Parasha beim Shabbat steht geschrieben, dein Stier und dein Esel, Shor v'chamor, v'chamor katub, v'shorcha v'chamorcha v'chol b'emtecha. Diese Parasha steht geschrieben, Stier und Esel sollen ruhen und Parashat Vayetchanan, deine Stiere, deine Esel und all dein Vieh soll ruhen am Shabbat. Dann, in dieser Woche, in den ersten Luchot, steht geschrieben,
Leman yarechun yamecha. Bei Vater und Mutter ehren. Ehre Vater und Mutter. Warum? Damit du lange leben sollst. Diese Parasha. Und in der nächsten Parasha steht geschrieben, damit du lange leben sollst. Ulman yitavlach. Und damit es dir auch gut geht. Dann. In dieser Parasha steht geschrieben, Lotignov, Lotirzach, Lotinach, du sollst nicht töten, nicht stehlen und so weiter. Lo. Aber in Parashat Vaetchanan steht geschrieben, Velo, mit einem Wahn, Verbindung, Velo, und du sollst, mit dem und, ja, und du sollst nicht töten, und du sollst nicht, und. Und. Kurz gesagt, er hat einige Unterschiede zwischen da und dort, hat er eins nebeneinander hingestellt. Warum? Warum das Ganze? Warum gibt diese zwei Unterschiede zwischen dem ersten Luchot und dem zweiten Luchot? Und wir kommen gleich zu dem hauptsächlichen, was ich euch sagen will. Steht geschrieben im Talmud Zvachim, Seite 116. Als Gott die Tora am Berg Sinai gegeben hat, ist die Stimme gegangen von einem Ende der Welt bis zum anderen Ende der Welt. Aufpassen, jetzt ist ein bisschen sehr genau. Von einem Ende der Welt bis zum anderen Ende der Welt. V'chol malche uvde kochavim achazadan rata. Alle Könige und alle Goyim, alle haben Angst bekommen. Die sind sofort gelaufen zu Bilam. Und sagen Bilam, was ist was sind diese Laute, die wir hören? Was ist diese ganze... Vielleicht ist jetzt wieder Mabul, diese Sintflut kommt wieder und Gott zerstört die Welt. Sagt er, nein, Hashem la Mabul Yashav. Gott hat versprochen, es gibt kein Mabul mehr. Aber vielleicht kein Mabul von Wasser, vielleicht ein Mabul mit Feuer. Er wird nicht die Menschen vernichten. Dann sagt er ihnen, Gott hat ein Prachtwerk. Er hat ein Prachtwerk in seinem Safe, ja, in seiner Schatzkammer. Ein Prachtwerk hat er in seiner Schatzkammer 974 Generationen noch vor der Welterschaffung hat er es dort gelagert. Und er gibt es jetzt seinen Kindern. Er gibt es jetzt dem Volk Israel. Haben alle gesagt, Hashem Oslamoite, Hashem Evarech Naoba Shalom, wenn es so ist, Gott soll das Volk Israel segnen. Sag jetzt der Klierkar, was Wunderbares. Warum gibt es diese zwei Unterschiede bei den 10 Geboten? Weil die ersten 10 Gebote, was wir diese Woche gelesen haben, diese ersten 10 Gebote von Parashat Yitro, das sind die 10 Gebote, die eigentlich Gott der ganzen Menschheit geben wollte. Und das haben alle gehört. Nicht nur die am Berg Sinai gestanden sind, sondern alle Menschen, auch Paro, alle überall, hören, wie jetzt der Talmud sagt, hören diese Stimmen und was ist da los? Ah, sie bekommen die Tora. Und diese 10 Gebote, die da sind, die waren eigentlich geeignet für alle, für die ganze Menschheit. Jedes Volk, das kommt und sagt, ich will es annehmen, könnte es bekommen. Und deswegen, deswegen die ersten 10 Gebote, die wir in Parashat Yitro sehen, die hat Gott uns gegeben, laut, dass alles gehört haben. Aber das zweite Mal, Parashat Vaetchanan, das war schon leise unter leise nur dem Volk Israel. Ja? Und das sagt er jetzt genau, das sind jetzt die Unterschiede, die in diesen 2 Geboten waren. Weil, gedenke den Schabbat, das kann man jedem sagen. Aber hüte den Schabbat, einem Goy kannst du nicht sagen, hüte den Schabbat. Warum? Weil Goyische Schabbat, Chayav Mita, ein Goy darf nicht den Schabbat halten. Deswegen werden sie sagen, wie kann er uns das geben? Dann, aber warum sollten dann die Goyim gedenken den Schabbat, wenn sie nicht einhalten dürfen? Wegen dem, weil der Grund, der erste Grund, warum war dieser Parasha der Grund für Schabbat? Weil Gott in 6 Tagen die Welt erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Das ist eigentlich der Glaube an dem,
der Glaube an Gott, dass Gott die Welt erschaffen hat, das gilt auch für die Goyim. Aber der Grund, weil du auch ein Knecht warst in Ägypten, das passt nicht zu den Goyim. Das waren nur wir waren Knechte in Ägypten. Dann, Shamor, Vezachor, ich überspringe da ein bisschen. Auch bei Vater und Mutter ehren, da musst du noch dazukommen, damit es dir gut geht, damit man auch da nichts was ich verstehst. Oder Lotane, du sollst nicht eine Lügenaussage aussprechen, war diese Woche, aber in Parashat Vayechanan, Lotane et Shav, du sollst kein umsonst gesprochene Aussage geben. Da war Sheker, Lüge, und da war umsonst. All diese Unterschiede, warum? Weil die Ersten, sie waren hauptsächlich für die ganze Bevölkerung, für die ganze Menschheit. Und die Zweiten, sie waren nur für uns. Wie war das für die ganze Menschheit? Sondern sie haben die Gelegenheit und die Möglichkeit gehabt, es auf sich zu nehmen. Wie zum Beispiel bei Yitzhak. Yitzhak Avinu, Esav sieht, dass die Frauen von Knan seinen Vater nicht gefallen. Vayar Esav Kiraot benot Knan ben Avim. Was hat er gemacht? Er ist gegangen zu Ishmael und hat von Ishmael eine Frau genommen. Warum? Yitzhak hat immer nicht geboten direkt. Du, ich will nicht diese. Er hat gehört, wie er mit Jakob gesprochen hat und er hat es auf sich genommen. Das heißt, es ist möglich, alleine vom Hören auf sich zu nehmen etwas, was du gar nicht selbst befohlen wurdest. Und ich überspringe jetzt, weil die Zeit uns ein bisschen ausgeht. Das waren diese zwei Sachen. Wir haben gesagt am Anfang, dass Gott uns auserwählt hat. Wo war diese Auserwählung? Bei Abraham Avinu. Dass Gott auserwählt hat bei Abraham Avinu. Was war genau bei Abraham Avinu? Sagt uns, dass am Berg Sinai ein großer Laut, ja? Welcher große Laut war der Laut vom Shofar? Kol Shofar Chazak Meod, ein starker Shofarton war. Von wo kam dieser Shofar? Dieser Shofar? Von wo kam dieser Shofar? Sagen unsere Weisen, das war vom Eloshe Litzhak Avinu. Das war von dem Schaf vom Yitzhak Avinu. Dieses Schaf, was Abraham Avinu statt Yitzhak geopfert hat, davon, eine von diesen, von dem Shofar, hat Gott diesen Shofarton am Berg Sinai gebracht. Außerdem steht geschrieben, dass der Berg Sinai, von wo kam der Berg Sinai? Sagt uns der Midrash Ochertov, dass genauso wie wir einen Teig vorbereiten, bevor wir es backen, was machen wir davon, was machen die Frauen? Man nimmt vom Teig Challah, ein Stück Challah, lafrisch Challah truma. Und dieser Challah ist was Heiliges. Heute, man macht es zu und verbrennt es oder schmeißt es weg. Aber sonst, das war heiliges Brot, diese Challah, und das hat man damals den Kohanim gegeben. Heilig. Sagt uns der Midrash, dass der Berg Sinai, warum war so klein? Das war die Challah vom Hara Moria, vom Berg Moria. Vom Berg an dem, was war am Hara Moria? Am Hara Moria, am Berg Moria, Avraham Avinu, Gott hat ihm gesagt, opfere deinen Sohn Yitzhak, deinen einzigen. Und genau diesen Berg, von diesem Berg hat Gott genommen, Challah rausgebracht, und das war dieser Berg Sinai. Das heißt, wir sehen, es gibt einen Zusammenhang mit dem Berg Sinai, wo wir die Tora bekommen haben. Erstens, das war der Shofar von diesem Schaf, von diesem Ei. Zweitens, der ganze Berg Sinai, das war die Challah von Hara Moria. Und was war in diesem Hara Moria mit Avraham Avinu? Der auserwählt hat Avraham und ihn zu Avraham gemacht. Gott sagt ihm, Avraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du sehr liebst, und opfere ihn. Avraham konnte fragen, was hat er geschrieben? Moment, wer sagt, warum, wie, weshalb? Hat er gefragt? Nein. Und genau dasselbe war beim Berg Sinai. Wenn du kommst und sagst, Moment, die haben alle, die ersten, in Parashat Yitro, die ersten Gebote haben alle gehört.
Aber nur jeder hat sich beschäftigt mit dem, was für ihn schwerfällt. Na Moment, ja, alles schön und gut, aber das kann ich nicht. Wie? Aber es geht nicht. Und noch dazu, jeder hat argumentiert. Wir sind ja so aufgewachsen und wir haben ja den Segen von unserem Vater, von Esav, von Ammon und von Ishmael. Das heißt, jeder hat irgendwelche Argumente gehabt, warum nicht? Und dasselbe auch am Haran Moria, am Berg, wo Abraham nun seinen Sohn opfern wollte. Er konnte viel fragen, aber was? Er hat nicht gefragt. Sondern ohne zu fragen, ich werde zuerst machen und dann hören. Und das ist genau dieses Berg, die große Lehre, die wir vom Berg Sinai lernen. Nicht nur das, dass wir das auserwählte Volk sind. Womit sind wir auserwählt? Womit sind wir das auserwählte Volk? Indem wir seit Abraham erwähnen, so wie Abraham, ohne zu fragen, was steht da geschrieben, warum, weshalb. Wir müssen. Ja, nasse, wenn ich mache. Wir müssen zuerst machen. Ich nehme auf mich, alles zu machen. Aber damit endet es nicht. Du musst nachher erweitern, nachfragen, erforschen, lernen. Nicht nur bei nasse stehen bleiben. Aber zuerst nasse und dann nicht mache. Das haben wir von Abraham Avinu. Das haben wir vom Berg Sinai. Und das ist eigentlich, das ist unsere Aufgabe, von diesen Fundamenten weiterzugehen in dieser Linie von Naseh v'Nishma. Gott soll uns jedem die Kraft geben, so wie Abraham am Berg Sinai und so wie über den ganzen Berg Sinai. Shem Ozlamo Yiten, Hashem Evarech Tehom Bashalom.